mit was geht ab? Das hast du jetzt nicht erwartet, Runde Nummer 2 und ich werde diesen Strich erschlagen. Deine Runde RTL-Niveau geht doch ins Fernsehen. Ich soll eine Slut sein, ich kann dich ja echt ernst nehmen. Dass ich fliege, sei mit Rising ja auch eingeplant. Traurig, du schaffst es nicht einmal aus Eigenhand. Krasser Bitch-Move, du viel zu wacke kleine Schwurkel, musstest noch dafür an Risings kleinen Eiern lutschen. Du auf einem Maxi-Beat, meine Lieblingsmucke, deine Existenz ergibt fast 100.000 Minuspunkte. Er macht jetzt Rap, weil man über seine Kindheit lacht. Extra Punkt gibt's nur, weil man mit dir Mitleid hat. Du nennst mich ein Hund und auch da gebe ich die zweite. Was willst du, Löwenkind? Geh mal an die Seite. Du bist das Löwenkind, das alle übertrifft. Ich bin Dagi wie die zweite, deshalb wirst du jetzt gefickt. Bin zwar doppelt so scheiße, aber besser als du. Du siehst genauso aus und klingst wie Caillou. Zwischen dir und Lions gibt es keinen großen Unterschied. Ich demaskier dich, damit du nur noch so aussiehst. Yo, wieso fragst du so doof? Ich bin der, der dich rauskickt. Wenn du nicht dein Maul hältst, dann bring ich dich nach Auschwitz. Du brauchst nur Glück, dass der Zug deine Masse aushält. Wenn du nicht so schwach bist und vorher schon rausfällst. Ich setz meine Maske auf, bin immer noch derselbe. Du setzt deine Maske ab und machst erstmal ein Selfie. Ich bring Bilder, damit du siehst, wie wack du bist. Wenn du deine Runde schickst, dann bring den ganzen Text auch mit. Was laberst du von diesem Andreas Lubitz? Du bist genauso down, ich weiß nicht mal, wer du bist. Da das Gesamtpaket stimmt, brauch ich keinen Flow. Du bist zwar nicht Germanwings, aber fliegst genauso low. Du bist eine Mischung zwischen Kindergeld und Putzkraft. Kann halt schnell passieren, weil deine Mom so viel gelutscht hat. Ein Platz im Halbfinale wird für dich sehr eng. Wenn du eine Mischung bist, wieso heißt du da nicht Gangbang? Mick ist ziemlich schlecht und bringt auch keine krassen Parts. Ich nehm dich mit nach Mexiko und schmeiß dich in ein Massengrab. Jeder feiert dich nur, weil du Bitch jetzt gehst. Ich kipp dir Säure ins Gesicht, damit du wieder Brille trägst. Ich bin dein bester Freund, was laberst du von Enemy? Wenn ich mit dir fertig bin, schick ich dir einen Energy. Tom geht auf den Pausenhof, muss jetzt mal ein paar Kinder schlagen. Und wenn er in den Spiegel guckt, muss er wieder Brille tragen. Laut dir bin ich 9, 3-mal älter als du. Und was sagen bitte deine Eltern dazu? Ich war ja eher schockiert, hab gedacht, du wärst als Player. Doch dann musste ich laut lachen, dein Rap ist ja noch schlechter. Rising, hast du das gehört? Jetzt wird dieses Opfer fliegen. Ich glaub, dir ist es alles hier ziemlich zu Kopf gestiegen. Deine Lines finde ich schon ziemlich peinlich, Bitch. Da du jetzt fliegst, bring mir Grüße aus den Alpen mit.